Sieh dir das an. Fantastisch. Aber dieses Stück ist einfach unvergleichlich. Ich habe es auch ehrlich erworben. Ja, und gerade deswegen mag ich es. Lisa würde es noch nicht einmal beachten, denke ich. Na und, was weiß sie schon? Offensichtlich weiß sie weit mehr als ich, Cruz. Du lernst doch sehr schnell. Weißt du, es ist unglaublich, dass ich all diese Sachen gestohlen habe und kein einziges Stück davon wiedererkenne. Schon richtig. Nur was wäre, wenn du es könntest? Für einen Polizisten siehst du der Tatsache gelassen ins Auge, dass es sich bei deiner Frau um eine Juwelendiebin handelt. Ja, scheint so, aber ich kenne Schlimmeres. Du hast glücklicherweise niemanden verletzt. Ich würde zu gerne wissen, wo das Diadem jetzt ist. Schatz, das hat keine Eile. Vielleicht ist das der Almonte-Fluch oder so etwas. Womöglich bin ich am Ende doch nicht verrückt. Ich bin nur verhext. Ja, genau so wird's sein. Wer weiß, vielleicht sollten wir den Seelenarzt feuern und stattdessen zu einem Hexendoktor gehen. Tut mir leid. Irgendwann taucht das Diadem wieder auf und dann wird alles gut. Keine Frage, wir werden dieses Problem nicht so schnell loswerden. Aber was auch geschieht, wir stehen die Sache durch. Ich wünschte, es wäre so einfach. Es wird ganz sicher kein Spaziergang werden, aber wir schaffen das schon. Gewisse Fortschritte sind mit Sicherheit nicht zu leugnen. Und dennoch liegt ein langer, schwerer Weg vor uns, aber ich werde dir beistehen. Irgendwann wirst du dagegen ankämpfen und gewinnen. Wir sollten es ruhig angehen und nichts überstürzen. Ich hoffe, ich überstehe den morgigen Tag. Ich bin im Augenblick diesen Belastungen nicht gewachsen. Wie in aller Welt soll ich nur den Todestag meiner Mutter verkraften? Was suchen Sie jetzt schon wieder? Vielleicht das Weihwasserbecken? Murmeln Sie doch etwas auf Latein und bekreuzigen sich dazu. Oder haben Sie das alles vergessen? Oh, ich weiß, wie man sich verabschiedet. Hallo zu sagen ist schon schwieriger. Das sehe ich auch so. Ich besitze nun mal nicht Ihre Offenheit und Ihre Leidenschaft, Risiken einzugehen. Dieses sogenannte Laissez-faire, was die Wahl Ihrer Bekanntschaften angeht. Zur Sache, bitte. Wenn ich so weit oben auf Ihrer Liste stehe, wie wäre es, wenn Sie mich in die engere Wahl ziehen? Was? Was? Sollte ich da was verpasst haben? Seit wann überbringt man Segnungen auf diese Weise? Oh, ich bin überrascht, dass Sie den Punkt verpasst haben. Sie haben doch schon so viele Punkte erhalten. Wir sollten schon mal den Punktestand festhalten. Nur woher wissen wir, wer am Ende als Gewinner hervorgeht? Nun, ganz einfach. Der aufgibt, hat gewonnen. Es geht nicht darum, so viel wie möglich zu punkten, sondern der letzte Punkt zählt. Ja. Und der Gewinner kriegt alles.
Und? Ich habe nichts erwartet und bin kein bisschen enttäuscht. Naja, du hast die Wahl. Du kannst ja zurückfliegen. Noch hast du Zeit, es dir anders zu überlegen. Und du auch? Oh nein, das tue ich bestimmt nicht. Ich bin genau da, wo ich sein wollte. Du musst wissen, was du sagst. Ich werde es nicht vergessen. Etwas über eine Patientin in Erfahrung bringen? Und ich dachte, Sie würden nicht dahinter kommen. Haben Sie mich deswegen hierher gebeten, um etwas über meine Sitzung mit Julia zu erfahren? Nein, keineswegs. Ich wollte nur über Eden reden. Andererseits komme ich nur zu leicht ins Straucheln, wenn es um etwas anderes als um meine Ex-Frau geht. Am Anfang, als sich unsere gemeinsamen Wege getrennt haben, war ich wie ein Drogensüchtiger, der unbedingt seinen Schuss brauchte. Ich konnte einfach nicht ohne sie sein. Mittlerweile weiß ich jedoch, dass ich überleben kann, solange ich meine kleinen täglichen Dosen Julia kriege. Was jedoch nicht darauf hindeutet, dass ich je über sie hinwegkomme. Julia ist mein Leben. Ich atme und esse und dabei denke ich nur an sie. Sie ist meine bessere Hälfte, ob sie es will oder nicht. Keine Frage. Ich bevorzuge... Ein zahmer Ausdruck bevorzugen. Naja, ich bevorzuge, gewissen Inspirationen aus Fleisch und Blut nachzugehen. Aber davon hängt das Glück auch nicht zwingend ab. Ich muss nur wissen, dass Julia da ist. Und dass es ihr gut geht. Die Sache hat nur einen Haken. Oh ja, und der ist nicht ohne. Ich würde sagen, es ist ein Psychopath mit dem Namen Dash Nichols. Sie wissen, der Kerl hat sie vergewaltigt. Das Gericht hat die Sache anders gesehen, aber ich weiß, dass Julia nie lügen würde. Er ist nach wie vor in Santa Barbara und reibt es ihr dauernd unter die Nase. Als wäre das nicht schlimm genug, der Kerl hat schon ein neues Opfer. Gott stehe jeder Frau bei, die ihn zu nah an sich herankommen lässt. Wie von rechtlichen Seite aussieht? Ich habe ehrlich gesagt bis jetzt noch nicht darüber nachgedacht. Ich weiß, es gibt nicht wenige bemerkenswerte, schuldmildernde Umstände, aber ich nehme mich der Sache schon an. Macht euch nur keine Sorgen. Ich werde es in die Hand nehmen. Ich bin froh, dass du die Sache allmählich in den Griff kriegst. Dank der großen Hilfe von Dr. Foxworthy. Das, was sie tut, hat Hand und Fuß. Ja, sie ist wirklich toll. Sie ist ganz außergewöhnlich. Es baut einen wirklich auf, wenn man mit jemandem zu tun hat, der so einfühlsam ist. Wenn ihr zwei mich entschuldigen würdet, ich muss ins Büro und ein paar Anrufe tätigen. Wir müssen jedes einzelne Stück identifizieren, bevor es die Eigentümer zurückerhält. Ich sehe dich noch. Wie geht es dir? Naja. Das solltest du Denise fragen. Das ist wie der Witz von den zwei Psychiatern, die sich treffen und der eine zum anderen sagt, dir geht's gut und mir? Ja, ich verstehe. Glaub mir, man fragt mich oft, wie es mir geht. Ich weise sie deswegen zurecht und frage sie, wie sie das gemeint haben. Ich habe auf diese Weise viele Freunde verloren. Ich denke, das größte, entscheidende Problem ist, dass ich zurzeit genau weiß, wie ich mich fühle. Ja, es ist alles wahr und dennoch ist alles sehr schwierig. Ich meine, ich verstehe den Vorgang des Verdrängens und dass irgendwie eine Art von Ventil dafür notwendig ist. Aber das zu erkennen und zu wissen, dass ich so viel Hass aufgestaut habe, ist etwas Furchtbares. Ich habe manchmal den Wunsch, dass man mich hinter Gummiwände steckt, damit ich alles aus mir herausbrüllen kann. Ich bin ja in deiner Nähe. Es ist eine schwere Bürde zu wissen, dass Lisa vielleicht etwas tun wird. Ich meine, zu akzeptieren, dass sie existiert, das war schon schwer genug.
Aber sie aufzuhalten, das wird noch viel schwerer werden. Du rufst doch nicht deine Familie an, oder? Wieso tust du das? Du hast dem Piloten versichert, dass es dir gut geht. Gib ihm diese Telefonnummer bitte nicht, ja? Ich gebe ihm die Nummer, die Adresse und den Weg. Wir könnten ein prächtiges Familienfest feiern. Ach, dein Bruder ist ja verhindert, ganz richtig. Herrje, du konntest doch sonst so gut zwei Rollen, oder nicht? Kelly, tu das Daddy? Nicht. Daddy, hallo, hier ist Kelly. Ja, mir geht's gut. Wir sind auf einer kleinen Insel, auf einer sehr kleinen Insel. Sie liegt, weißt du, es ist nicht wichtig, wo sie liegt. Entscheidend ist, dass wir genau da sind, wo wir sein wollen. Wir haben jede Menge zu besprechen. Oh, nein. Niemand zwingt mich zu was, nein. Ich kann nicht versprechen, dass ich regelmäßig anrufe, aber mach dir um mich keine Sorgen. Ich liebe dich und mir geht's blendend. Und grüße bitte alle von mir, Mama und Eden und Mason. Ja klar, ich liebe dich auch. Auf bald. Hast du Hunger? Nein. Sicher? Ich könnte eine ganze Armee versorgen. Vorausgesetzt, sie essen gerne. Büchsenfleisch? Büchsenfleisch? Und Büchsenfleisch? Und was unsere Schlafsituation angeht, dann werde ich das Bett im Kornfeld nehmen. Du schläfst am besten auf dem richtigen Bett. Was würdest du jetzt gerne tun? Willst du zum Strand? Auf mich einprügeln? Du sollst deine Frage beantworten. Was mache ich hier eigentlich? Das fragst du mich? Spielen wir ein Quiz? Ach, ich weiß nicht. Willst du wirklich ein Spiel spielen? Ich? Ja, ich habe genug gespielt. Oh, sag das nicht, Mr. Armitage. Weißt du, die Spiele haben gerade erst begonnen. Wie wär's, wenn sie mir sagen würden, ich soll mich wie zu Hause fühlen? Fühlen sie sich nicht wie zu Hause? Nein, Michael, ich weiß ungefähr, wie Sie so wohnen. Ich will bestimmt keinen Beweis, danke. Und was wollen Sie dann? Wollen Sie etwa jemandem von Ihren Schwierigkeiten erzählen? Oder ein vernünftiges Paar Schuhe? Oder eine Batterie zum Aufladen? Das ist sonderbar. Ich dachte, Sie hätten sich schon selbst zu meiner persönlichen Superbatterie für den heutigen Abend erkoren. Ich dachte, wir überspringen den Teil, wo wir uns was ins Ohr säuseln. Sind wir wirklich schon so weit, Pater Donnelly? Oh, ich weiß schon, wie wir das herausfinden. Na schön. Die Show beginnt. Jetzt wird es spannend. Wie bitte? Ach, kommen Sie, Sie wissen doch, worum es geht. Mein Eindruck ist, Sie halten nicht sehr viel von einem Vorspiel. Es sieht so aus, als würden Sie in einem fortwährenden Erregungszustand rumlaufen. Wahnsinn, er hat es erkannt. Aber wissen Sie, wir von der alten Schule, wir wissen, dass es nicht darauf ankommt, wie viel man letzten Endes abkriegen kann, sondern wie sehr man es sich wünscht. Ja, sicher. Wenn das so ist, können wir ebenso den Wo-finde-ich-was-Kanal anmachen. Alles Geschwätz. Nichts weiter als heiße Luft. Es kommt mir vor, als würden Sie nur heiße Luft ablassen. Aber vielleicht macht sie das scharf. Sehen Sie jetzt Ihre Sachen aus oder nicht? Sie sind ja wirklich ein richtiger Romantiker. Oh Mann, ich wüsste zu gern, was die Jungs im vorpubertären Alter dazu sagen würden. Ansehen ist ja gestattet, es wird sogar erwartet, aber anfassen darf man nicht. Oh, manche schon. Ach je, Miss Beaufort, ist das Ihr Ernst, wenn ich ordentlich studiere und mein Zimmer aufräume, brav mein Gemüse aufesse, darf ich Ihnen dann vielleicht Ihre schweren Schulbücher nach Hause tragen? Es ist im Schlafzimmer. Was? Naja, das, was Sie hier vergeblich gesucht haben. Na endlich. Ich dachte, Sie hätten vorhin gesagt, wir säßen auf dem Trockenen und hätten nichts zu trinken. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass Sie keine weitere Aufmunterung nötig haben. Ja, da hast du ganz recht. Oh, was ist passiert, starker Mann? Hat es wehgetan?
Ich warte. Und worauf wartest du, dass die Feierlichkeiten beginnen? Tut mir leid, das ist alles. Auf ein klares Wort. Oder womöglich sag ich, es kommt auf deine Antwort an. Warum bin ich hier? Du weißt, wie wichtig das für mich ist. Ja, sicher. Wegen der guten alten Zeit. Nein, der Liebe wegen. Bitte. Du kannst es abstreiten, solange du willst. Aber ich liebe dich, Kelly. Und diese Liebe wird für immer und ewig bestehen. Deswegen bin ich auch hier. Antworte du doch auf deine Frage. Also, was meinst du? Weißt du, was ich machen werde, wenn wir diesen Garten Eden wieder verlassen? Naja, ich würde sagen, das mag davon abhängen, was alles passiert, während wir hier sind. Falsch. Komme, was wolle, auch wenn am Ende sowas wie die Wahrheit da stünde. Ich werde das Gericht einschalten. Rate, wieso? Du zeigst mich an. Du wirst schon besser. Und weißt du, wieso ich dich anzeigen werde? Du hast mich. Wie ich sehe, hast du noch Zweifel. Schon wieder falsch. Ich habe keine Zweifel, was das betrifft. Und ich werde der ganzen Welt sagen, wer du in Wahrheit bist. Und was du bist. Dann stecke ich dich persönlich in eine Gefängniszelle, nehme den Schlüssel und lasse ihn einrahmen. Auf dass ich ihn für den Rest meiner Tage betrachten kann. Weißt du, du hast mir eine große Lektion erteilt. Ich kann nur hoffen, dass ich dir denselben Gefallen tun kann. Ich bin durchaus nicht überrascht, euch beide hier anzutreffen. Ein klassischer Fall von Verfolgungswahn. Ich verordne eine massive Dosis Ex-Ehemann. Schockbehandlungen sind keine Lösung. Wir haben gerade die Situation seiner Schwester analysiert. Ja, und was könnten wir sonst noch für sie tun? Ihre Schwester sollte ihre Wut nicht länger unterdrücken. Und was ist mit Medikamenten? Das ist sicher nicht der richtige Ansatz. Wir sollten keinesfalls ihre Symptome unterdrücken. Wir sollten sie ans Tageslicht bringen, um sie analysieren und behandeln zu können. Aber inwieweit könnte das Eden schaden? Ihre Schwester hat aus gewissen Gründen eine Art zweites Ich entwickelt. Solange Eden sich dessen nicht klar ist, solange sie die Person Lisa dazu braucht, wird sie auch in Zukunft Schwierigkeiten haben. Ich würde mir deswegen keine Sorgen machen. Ich habe Erfahrungen, was das angeht. Jetzt, da sich Eden über den Prozess im Klaren ist, wird sie auch in der Lage sein, damit umgehen zu können. Tut mir leid, das klingt für mich nicht sonderlich überzeugend. Entschuldigen Sie mich, ich werde ihr einen Besuch abstatten. Wie kann man ihr nur helfen? Ein paar Notizen vergleichen. Ich werde es versuchen. Viel Glück. Dankeschön. Danke für die nette Unterhaltung. Was? Ich dachte gerade, es ist schön, dass ich mir endlich ein Bild von Mason machen konnte. Sie haben so viel von ihm gesprochen, dass ich ihn schon fast kenne. Und entspricht er Ihren Vorstellungen? Soweit ich es beurteilen kann, ist er so, wie Sie ihn beschrieben haben. Charmant, zynisch, arrogant in gewisser Weise auch. Augenscheinlich unsicher, würde ich mal sagen. Abwechselnd aggressiv und offensiv, doch dahinter verbirgt sich ein sehr sensibler, besonnener Charakter. Eine ganze Menge von Gegensätzen, nicht wahr? Wieso sollte Ihr Mann anders sein als alle anderen? Ich sollte wohl im Büro anrufen, wenn Sie mich entschuldigen würden. Aber sicher. Tja, die Welt wird von Tag zu Tag immer kleiner. Ich hoffe, du fühlst dich dadurch nicht eingeengt. Ganz und gar nicht. Ich genieße die Gesellschaft. Und ich hoffe, ich werde die Gesellschaft später noch ausgiebig genießen. Das kann ich mit Sicherheit garantieren. Wer weiß eigentlich sonst noch, dass du nicht Robert bist? Naja, Flame, was ist? Oh. Purer Zufall, ich hätte es ihr niemals selbst gebeichtet. Flame! Ach, das ist ja reizend, super, seit wann weiß sie das schon? Seit 2-3 Monaten, schätze ich. Du weißt es nicht? Ich denke, du weißt das sehr wohl, du hast alles genau geplant, und zwar von Anfang an. Und wie hätte ich von Anfang an wissen können, dass Robert ermordet wird und ich seinen Platz einnehmen kann? Woher du das wissen konntest? Du hast doch das Ganze eingefädelt. Denkst du, ich wusste, dass ich mich in dich verlieben würde?
Ich denke, du hättest alles getan, damit ich deine Frau... Wieso sollte ich wegen deines Geldes? Ich habe einen Ehevertrag unterschrieben. Ich habe ihn sogar noch vorgeschlagen. Du hast was anderes vorgehabt, du und dein Herzchen Flame. Nein, hatte ich nicht. Und sie ist nicht mein Herzchen, diese Flame. Das Ganze muss euch ja sehr lustig erschienen sein. Wie konntet ihr euch bloß das Lachen verkneifen, als ihr in der Öffentlichkeit so getan habt, als wärt ihr Todfeinde, während ihr sonst nicht voneinander lassen konntet? Das ist nicht wahr. Weil wir gerade von ihr sprechen. Du wirst nicht lange auf sie verzichten müssen. Womöglich ist sie hier. Hast du sie mitgebracht? Hast du sie versteckt? Wieso rufen wir sie nicht an? Wieso rufen wir dein Herzchen nicht an? Und wenn du mit ihr schmusen willst, keine Sorge, ich gehe vor die Tür. Wie ist ihre Nummer? Tu das nicht, Kat. Wie lautet ihre Nummer? Sei doch bitte nicht so unkooperativ, Quinn. Gib mir Flames Nummer. War es zwischen dir und Kelly etwa auch so? Ich meine, wenn du nicht gerade getrunken hast, weil du so ein Versager warst und sie nicht beschützen konntest. Nicht nur, dass du ihre Seele nicht retten konntest, ihre Ehe konntest du genauso wenig retten und auch nicht ihr Baby. Ich liebe Männer, die auf Knopfdruck reagieren. Nicht, dass du so einzigartig bist. Aber dich kann man besonders leicht herumschubsen, ohne jegliche Berührung. Mich kannst du nicht berühren, auf keine Art und Weise, auf keine Lizenz. Nein? Bist du dir sicher, wollen wir immer noch die Punkte zusammenzählen? Sei vorsichtig, jetzt hab ich den Aufschlag, Michael. Robert und mir blenden geht. Wird Mutter niemals aufhören? Ich wünschte, sie wären hier, Flame. Ich hoffe, wir können auf ihre Diskretion zählen. Es wäre eine Schande, eine so gute Sache zu ruinieren, meinen Sie nicht? Robert wusste, sie stimmen zu. Auf Wiederhören und geben Sie sich keine Mühe, in Kontakt zu bleiben. Kelly! Michael, was tust du denn bei Flame? Das ist jetzt nicht so wichtig. Wo geht es dir gut? Ja, mir geht's bestens. Und zum Teufel rufst du dann hier an? Ich wollte ein paar Dinge klären, Michael. Ich weiß nicht, was du tust und wo du bist, aber ich denke, du solltest nach Hause kommen. Das habe ich vor. Jetzt sofort und so schnell wie möglich. Robert hält dich doch nicht fest, oder doch? Nein, 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 das tut er nicht. Ich bin frei. Ich kann kommen und gehen, wann ich will. Wieso? Und wieso in aller Welt bist du? Michael, ich muss hier was erledigen und mach dir keine Sorgen um mich. Pass lieber auf dich auf. Wiederhören. Dir doch ganz deutlich, ob es um Erregung oder Verdammnis geht. Das Partymädchen wählt immer den besten Zeitpunkt aus. Verwüste doch deine eigene verdammte Bude. Im Übrigen mach, dass du ganz schnell verschwindest. Willst du wirklich, dass ich gehe? Bist du taub und gleichzeitig dumm? Warum zwingst du mich dann nicht? Michael! Michael! Denk nicht mal im Traum daran, ich warne dich! Soll ich die zweite nehmen? Michael! Verdammt, du kommst in meine Wohnung und... Wie wär's mit deinem du Rank? Hast kein Recht! Das könnte ich die ganze Nacht tun! Verdammt! Soll ich die Börse werfen? Soll ich? Ja, ich warf sie einfach hier! Das war der dritte Streich! Jetzt hält ihr das? Auf! Reicht dir das jetzt? Reicht dich auf damit! Ja, hat dir Spaß gemacht! Ich hol die Polizei! Die ist schon da! Verschwinden Sie, bevor ich Sie wegen Hausfriedensbruch verhafte! Sie ist hier. Du hättest nicht kommen müssen, aber ich freue mich darüber. Ich kann dir gar nicht sagen, was es für eine Erleichterung ist, zu wissen, dass noch jemand in der Familie unzurechnungsfähig ist. Womit ein kleiner Verdacht auf unseren Vater fällt. Nein, es ist wirklich herzerwärmend, wie die Familie hinter einem steht in Zeiten wie diesen. Ja, man könnte fast weinen. Ich weiß, du würdest dasselbe für mich tun. Du hast es sogar schon. Und egal, was ich auch tue, ich werde mich niemals für all das revanchieren können. Ich wünschte, ich hätte vorher gewusst, wie es wirklich umgeht. Hast du gedacht, du wärst mich losgeworden? Morgen habe ich eine besondere Überraschung für dich.
Ich hätte wissen. Du hast doch meinen Geburtstag nicht vergessen, oder? Den Jahrestag von Sophias Verschwinden. Das wird eine tolle Party. Und jetzt entschuldige mich bitte. Ich muss noch einige Vorbereitungen treffen. Und nun versuche ich verzweifelt eine Beziehung herzustellen zwischen Channings Tod und Edens Trauma. Du meinst, als er ermordet wurde? Als Mama ihn ermordet hat? Und wer hat dafür bezahlt? Das war ich. Ich war diejenige, die weggeschickt wurde. Tut mir leid. Ich werde wohl mit dieser Sache nicht so schnell fertig werden. Cruz, würde es dir etwas ausmachen, wenn du die Kinder zu Bett bringst, während ich mit Mason rede? Ganz und gar nicht, Schatz. Ich komme gleich hoch und gebe ihnen einen guten Nachtkuss. Also gut. Ich bin einfach total erschöpft. Es ist so, als würde dieser Tag nie zu Ende gehen wollen. Also, womit kann ich dir dienen? Mit einem Drink, mit einem Kopfkissen, einer starken Schulter? Wie wär's mit Eistee? Gut, bin schon unterwegs. Und jetzt kröne ich dich zur Contessa Amonti. Möchtest du vielleicht zu dem abendlichen Drink etwas essen? Nein. Ich hoffe, dass er süß genug ist. Auf die Genesung. Weißt du, was mir am besten gefiel? Als du nach meiner Fehlgeburt vorgetäuscht hast, Flame zu erschießen. Nein, du hast nicht so getan, als ob du warst ehrlich bestürzt. Und das Einzige, woran du denken konntest, war, wie kann ich mich an ihr rächen, weil ich durch sie mein Baby verloren habe, ist wahre Liebe nicht groß. Was für eine feine Art, um zu beweisen, dass wir zusammengehören. Du hast alles herausgefunden, nicht wahr? Sei still, ich antworte nachher darauf. Weil du ja allen vorgespielt hast, du wärst Robert, der Flame hasst, war es einfach. Es muss jedoch schwierig für dich gewesen sein, mich davon zu überzeugen, dass du Quinns Baby wirklich vermissen würdest. Du warst ja Robert. Kannst du mir so weit folgen? Du solltest dir vielleicht Notizen machen, weil ich das nie wieder so hinkriegen werde. Also gut, wo war ich? Wie schwer es für mich war, dich davon zu überzeugen, dass ich mein Kind lieben könnte. Genau. Wessen Idee war es, die Waffe zu benutzen, die du benutzt hast, um Flame zu erschießen? Ich meine, versucht hast, sie zu erschießen. Du hast dein Leben getroffen. Überraschung, Überraschung. Sei bitte damit vorsichtig. Es muss deine gewesen sein, keine Frage, weil deine Flame eher auf Stolperdraht und Gift steht, richtig? Also du hast dich an deine Beute herangeschlichen. Du bist sicher gegangen, dass jeder in der Stadt wusste, dass du diese böse Hexe jagen und dann das tun würdest, was du schon vor langer Zeit hättest tun sollen, richtig? Kabum! Nimm sie runter, bevor jemand verletzt wird. Kann ich nicht. Sie könnte geladen sein. Wieso setzen wir nicht alles in Szene? Also, Kelly verlor gerade ihr Baby. Und Quinn hat es einfach nicht mehr ertragen können. Und daraufhin betritt er die Bühne für jenen atemberaubenden Monolog. Ich lasse nicht zu, dass dir Flame noch mal etwas antun wird. Aber die ganze Zeit haben er und Flame es so eingerichtet, dass sie sich in der Krankenhauskapelle treffen. Ich liebe diesen religiösen Touch, weißt du? Es gehört eine Portion Überzeugung dazu, jemanden in der Kirche zu erschießen. Und wie weiter, hä? Oh, stellst du sie womöglich vor den Altar? Wie wär's mit dem Kamin? Nein, wieso kommst du nicht hierhin? Na los, komm schon. Das reicht jetzt aber nein, wirklich. Nein! Du hältst das Gewehr hoch und dann zielst du ganz, ganz vorsichtig auf die Person. Und ziehst ganz langsam den Abzug. Und dann, im allerletzten Moment, ziehst du den Lauf noch ein Stückchen hoch und... Er ist gut. Wer? Der Pianist, dem wir die letzten 20 Minuten zugehört haben. Sicher, ja. Er ist richtig gut. Er hat genau das richtige Feeling. Nenn mir die letzten zwei Stücke, die er gespielt hat. Ach, du weißt doch, ich kenne mich mit Namen nicht so gut aus. Nenn mich Mary oder Julia und du kriegst großen Ärger mit mir. Also, Fred.
Du hast doch heute Nacht nicht vor, den ganzen Weg nach Ventura zurückzufahren. Eigentlich nicht, insbesondere weil ich morgen früh wieder hier sein muss. Verbring die Nacht doch hier. Ist das ein Angebot? Wie lange hat der Klavierspieler eigentlich Pause zwischen seinen Auftritten? Na, ich würde sagen, ungefähr 20 Stunden. Oh. Er hat Schluss für heute. Oh, das ist ja mal schade. Wieso? Meine Frau hat nämlich noch einen speziellen Wunsch. Heute ist unser Hochzeitstag. Sie hätte zu gern noch Summer Nose gehört. Ich fürchte, da haben Sie kein Glück. Ach, wer weiß, vielleicht doch. Darf ich mich daran versuchen? Wie Sie wollen. Was? Du spielst etwa? Tu nicht so überrascht. Ich bin sicher, du hast auch ein paar dunkle Flecken auf deiner Weste. Komm schon. Keinen Job bekomme, weiß ich, wo ich den nächsten nachts hingehen kann. Das war wirklich unglaublich. Freut mich, dass es dir gefallen hat. Willst du noch was hören? Ich könnte dir die ganze Nacht zuhören. Das ist ein Angebot. Um euch zu sagen, dass ich ein paar Telefonate geführt habe und dass Eden wegen der Diebstähle nicht vor Gericht kommt. Dankeschön. Was für eine Überraschung. Eine Bezirksstaatsanwältin, die dafür sorgt, dass die Gerechtigkeit obsiegt. Danke, das ist nicht der Rede wert. Wir hatten einige Präzedenzfälle auf unserer Seite. Und wenn du die gestohlenen Juwelen zurückgibst und zu deiner Therapeutin gehst, wirst du nicht angeklagt. Danke, vielen Dank für alles, Julia. Ich habe nur meinen Job gemacht, aber diesmal mit Vergnügen. Als nächstes muss ich die Tiara finden. Mach dir deswegen keine Sorgen. Sie taucht schon auf. Das Diadem kann nicht weit weg sein. Und? Etwa traurig, wie es gelaufen ist? Ha? Im Augenblick der Wahrheit hast du es nicht fertiggebracht. Geh hierhin, du hast es nicht fertiggebracht. Du hast dein Gewissen und Flame konnte weiterhin lügen und stehlen, wie es ihr gefiel. Interessante Philosophie. Mann, du kannst zwar keinen ohne weiteres umbringen, aber du kannst wenigstens im Laufe deiner Ehe deine Frau dann und wann quälen. Du weißt, dass ich dir niemals wehtun konnte. Nein, du hast bestimmt nichts dergleichen gewollt. Es ist einfach so passiert. Ich habe versucht, Flame aufzuhalten. Ach, das war Flames Schuld, ja?
Womöglich war der Merkur gerade rückläufig. Womöglich bist du mit dem falschen Fuß aufgestanden, als du 5 warst und hast für den Rest deines Lebens schlechte Laune bekommen. Ganz egal, was es damit auf sich hat. Eine Entschuldigung gibt es für so etwas nicht. Keine Entschuldigung, du hast recht. Oh nein, nicht die geringste. Und was wäre, wenn du ganz aus Versehen Flame mit diesem Schuss in der Kirche getötet hättest? Hätte sie das Versehen wieder ins Leben zurückgebracht? Nein, du warst zu vorsichtig, viel zu vorsichtig. Du hast es gar nicht vorgehabt. Du wolltest mir weismachen, dass du Flame genug hast, um sie zu töten. Aber Kelly sollte nicht denken, dass du ein Mörder bist. Gut gedacht, ziemlich schlicht ausgeführt, aber es ist die Idee, die zählt. Und damit es überzeugend wirkt, gabst du mir diesen kleinen Engel, weißt du das noch? Dieses Stück vom kleinen Engel, der über mich wachen sollte. Viel Glück, Kelly. Aber der Engel zerbrach, Richard ist tot und alles ist zusammengefallen. Na mach schon, nenn mir einen Grund, los, nenn mir nur einen Grund. Ich denke, das ist doch nicht zu viel verlangt. We had our love, we took our chance. We spilled the blood of this wounded romance of heaven. You took a sip, I drank too fast. We tore our lips on this broke, jagged glass of baby. Du erwartest doch heute Nacht nicht deine kleine Freundin. Keine Sorge. Wenn du jedoch Verstärkung brauchst, dann rufen wir welche. Weißt du, so geschickt warst du auch nicht. Ich glaube, das Glück stand dir ganz oft zur Seite. Sieh dir Richard an, sein Zeitgefühl war phänomenal. Was hat das schon wieder zu bedeuten? Nur, dass sein Tod nicht zu einem günstigeren Zeitpunkt hätte kommen können, wenn du und Flame ihn geplant hättet. Ach komm schon, das glaubst du selbst nicht. Ich glaube so allerhand. Ich denke, du bringst es fertig, dass einem das Herz stillsteht. Gott weiß, wie du an meins herankommst. Ich wusste nur nicht, dass es so hart ist. Du gibst nie auf, oder? Wieso suchst du nicht jemand anderen? Wieso suchst du nicht aus meinen Alben einen alten Schulfreund raus? Ein Meister der Verwandlung. Was immer funktioniert? Es hat bei mir funktioniert. Ich war wahrscheinlich das leichteste Opfer, das du auf Erden finden konntest. Vermutlich könnte mich Jack the Ripper geradewegs vor den Altar und in die Flitterwochen schleifen. Ich dachte, ich wäre schwach und du hast es geschafft, mich darin zu bestärken. Wenigstens hat Richard mir die Möglichkeit aufgezeigt, dass ich vielleicht, nur vielleicht, doch etwas mehr zu bieten habe als mein Geld oder meine familiäre Herkunft oder was zum Teufel du auch immer gesucht hast. Als Richard tot war, warst du plötzlich wieder gegenwärtig. Und wo hat mich das hingeführt? Womöglich weißt du jetzt deine Antwort auf deine Frage. Was tust du hier, Kelly? Wieso hast du zugestimmt, mit mir hierher zu kommen? Nach all dem, was ich dir angetan habe, willst du immer noch bei mir sein? Warum? Nicht nach all den Dingen, die du mir angetan hast, sondern wegen dem, was du getan hast. Quinn, ich bin nur aus einem Grund hier. Ich möchte erreichen, dass du mich hasst. Ich hasse mich selbst auch schon so genug, aber ich muss mit mir leben und du nicht. Und wenn es mir gelingt, dich so weit zu bringen, wirst du mich vielleicht in Ruhe lassen und eine andere ahnungslose Idiotin unter deine Fuchtel bringen. Und wir werden hier bleiben, solange es nötig ist. Bis du endlich das für mich empfindest, was ich für dich empfinde. Abgrundtiefe Verachtung. Unmöglich, willst du sagen? Das werden wir ja sehen. Lass uns einfach warten und sehen, was geschieht. Kannst du schlafen? Nur wenn du garantierst, dass ich nicht träumen werde. Wer weiß, vielleicht wird dein Traum ja auch schön werden. Das wäre der erste seit vielen Wochen. Kann ich irgendwas tun?
Sorg dafür, dass es weggeht. Sofort, Schatz. Wenn ich nur wüsste, wie. Es geht sicher von allein weg. Nur was geht dabei verloren? Nichts, was wirklich wichtig sein könnte. Wir kennen jetzt die Richtung. Es geht nur darum, ihr zu folgen. Als ob wir eine Wahl hätten. Lass dich einfach treiben. Auf diese Weise werden wir vielleicht zum Grund kommen. Aber du weißt, wir sagen jetzt, wo es lang geht. Von jetzt an wird es leichter werden. Liebe und Leidenschaft, Intrigen und Hass. Wie es weitergeht, erfahren Sie schon morgen zur gewohnten Zeit im California-Clan hier bei RTL.